Schon ein Flug von Berlin nach New York verursacht so viele Emissionen, wie jedem von uns Einzelnen zusteht jährlich, wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen. Wir wollten ein Startup gründen, das sich der Dekarbonisierung der Luftfahrt widmet, aus ganz persönlichen Gründen, weil wir einfach gerne reisen und aber auch natürlich, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Mein Name ist Julia Bauer und ich bin Mitgründerin von Spark E-Fuels. Wir haben Spark zu dritt gegründet, um unseren Beitrag zur Dekarbonisierung der Luftfahrt zu liefern. Airlines und die Luftfahrtindustrie, die ihre Klimaziele erreichen wollen und ihren Klimaausstoß reduzieren wollen, haben wir das Startup gegründet. Unsere Vision ist es, die Luftfahrt komplett klimaneutral zu machen. Julia von Spark E-Fuels. Vielen Dank und vielen Dank auch für die tolle Fahrt. Aber wir müssen über das Fliegen sprechen. Ich wollte genau nicht mit der Frage starten, wer alles geflogen ist, weil die Frage ist super unangenehm und meistens beantwortet man die nicht gerne. Warum? Schon ein Flug von Berlin nach New York verursacht so viele Emissionen, wie jedem von uns Einzelnen zusteht jährlich, wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen. Klar ist, die Luftfahrt muss nachhaltiger werden. Das ist aber super schwierig, vor allem für die Mittel- und Langstrecke. Da haben wir eigentlich keine Alternative zu unseren bewährten kerosinbetriebenen Turbinen. Die gute Nachricht ist aber, wir haben eine Alternative für das fossile Kerosin. Sustainable Aviation Fuels, oder SAF in kurz, kann man mit CO2, Wasser und erneuerbarer Energie herstellen, dann in bestehenden Flugzeugen und Flugzeugflotten einsetzen. Und so entsteht ein Kreislauf, mit dem man bis zu 99% der Emissionen reduzieren kann. Toll, Julia, warum fliegen wir da nicht einfach mit SAF nachhaltig? In kurz, die Produktion ist zu teuer und schwer zu skalieren. Denn der größte Kostenblock in der Produktion ist die erneuerbare Energie. Da wissen wir, die günstigste ist immer Sonnen- und Windkraft. Die fällt aber nie gleichmäßig an, sondern immer fluktuierend mit täglichen und saisonalen Schwankungen. Die im Stromnetz zum Beispiel auszugleichen, ist wieder aufwendig und teuer. Damit umzugehen, ist eine große Herausforderung für Produktionsanlagen. Aber genau hier setzen wir bei Spark E-Fuels an. In den letzten 1,5 Jahren haben wir Laborversuche gemacht, technoökonomische Analysen gerechnet und eine Technologie entwickelt, die es uns erlaubt, mit dieser fluktuierenden Energie umzugehen. Dadurch können wir im Vergleich zu einer netzangebundenen Produktionsanlage bis zu 30% der Produktionskosten einsparen. Außerdem kann man so neue Produktionsstandorte erschließen. 2024 wollen wir unsere Demonstrationsanlage hier in der Nähe von Berlin in Betrieb nehmen und da zum ersten Mal die ganze Wertschöpfungskette von PV-Modul bis zum tankfertigen, nachhaltigen Kerosin zeigen. 2026 bauen wir dann die erste kommerzielle Produktionsanlage und 2030 stellen wir 200.000 Tonnen Sustainable Aviation Fuel her. Damit können dann knapp 500.000 Menschen klimaneutral von Berlin nach New York fliegen. Das sind ambitionierte Ziele und dafür suchen wir Support. Zum einen von Investoren für unsere 3 Millionen Seed-Runde für die Demonstrationsanlage und die Weiterentwicklung unserer Technologie. Außerdem suchen wir euch Chemiker, Verfahrenstechnikerinnen, Projektentwicklerinnen, Climate-Tech-Fans, die Lust haben, damit auf uns, mit uns auf die Reise zu gehen. Danke. Ja, erstmal denke ich, spreche ich im Sinne von allem, wenn ich sage, Respekt, dass du dich so einem komplexen und wichtigen Thema widmest. Liebe Jury, was sagt ihr? Seid ihr auch beeindruckt? Also ich absolut. Erstmal Female Founderin steht hier, geiler Pitch,
mega Idee. Also erstmal dafür Hut ab und absolut spannend. Was mich jetzt nochmal interessiert, wie kann ich mir so eine Anlage vorstellen? Also was macht ihr da konkret? Wie sieht das Team aus? An was arbeiten die aktuell? Also gegründet haben wir zu dritt, ganz interdisziplinär. Das hat dann super gut gepasst. Das heißt, mein einer Mitgründer, Arno, kommt aus der technoökonomischen Analyse. Das heißt, der kann ausrechnen, welche CO2-Verwertungsarten sich wirklich auch wirtschaftlich lohnen und so die E-Fuels quasi gut bewerten und die Technologien dazu. Matthias kommt aus der Unternehmensberatung, ist aber eigentlich auch Physiker und hat mal an der Kernfusion geforscht, also eigentlich auch super technisch unterwegs, aber skaliert auch sehr, sehr gerne grüne Technologien. Und ich bin die Chemikerin im Team, also ich habe Chemie tatsächlich studiert und schon meine Doktorarbeit in dem Bereich synthetische Kraftstoffe, Kraftstoffadditive gemacht. Genau, und so kamen wir zu dritt. Hat das gut gepasst für dieses Thema. Und dann haben wir uns ein super Angel-Netzwerk dazu geholt, die ganz viel Expertise in der Energiewirtschaft und auch in der Luftfahrtindustrie natürlich mitbringen. Genau, und mit dieser geballten Expertise gehen wir das Thema jetzt an. So eine Anlage beinhaltet wirklich Chemiereaktoren, wie man sich die in einem Chemiepark vorstellt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch aus dem Ruhrgebiet da ist oder so. Da kennt man die besser als hier in Berlin. Aber genau, die sind dann kleiner. Das hat einfach damit zu tun, dass man die Energie nicht mehr zentral irgendwo hat, sondern in der Fläche. Aber genau, so sehen die dann aus. Crazy. Also kann ich einen normalen Flugzeug der Lufthansa jetzt dann 2030 mit eurem Treibstoff tanken oder muss das irgendwie das Flugzeug an sich noch irgendwie was anderer Motor umgerüstet werden, wie auch immer? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das Gute ist, dass der Treibstoff selbst nach diesem Produktionsverfahren schon zertifiziert ist. Also den kann man schon in bestehenden Flugzeugen heute schon, könnte man den einsetzen, wenn wir ihn hätten. Allerdings nur bis zu einer, es gibt im Moment also eine Blending-Quote, nur zu 50%, also 50% müsste noch fossiles Kerosin da sein. Das hat was mit Dichtungen und so weiter und so fort zu tun. Da ist aber auch, sind die Turbinenhersteller dran, das in der Zukunft so weiterzuentwickeln oder dann auch nachzurüsten, dass man dann perspektivisch auch mit 100% nachhaltigem Kraftstoff fliegen kann. In den bestehenden Flugzeugen. Das ist super wichtig, denn die verwendet man so bis zu 40 Jahre. Das heißt, die erstmal auslaufen zu lassen, dann da kommen wir nicht hin. Also ich finde es total ehrenwert und großartig, dass du, sage ich mal, so ein bisschen David gegen Goliath so als Dreimann-Team oder Frau-Team aktuell da so ein großes Problem attackiert. Für mich ist es aktuell super schwer greifbar, inwiefern ihr jetzt hier aus Deutschland raus zu dritt da, keine Ahnung, den ganz großen, ob es ein Boeing oder wie auch immer, da Konkurrenz machen. Also mega für euren Mut, dass ihr das angeht. Ich hätte nicht, sorry, dass ihr so sagt, die Eier dafür. Muss ich ehrlich sagen, sorry. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich auch hier bin, ne? Weil wir sind da nicht die Einzigen. Es gibt so eine, man sagt manchmal, neue Kategorie Startups, Industrie-Startups, Infrastruktur-Startups, die sich ja mit ganz vielen tollen Themen beschäftigen, ne? Also nicht nur neuen Kraftstoffen, sondern nachhaltiger Zement, Prozesswärme, nachhaltiger Stahl, solche Dinge, die alle mit wahnsinnig großen Themen sich befassen. Aber wir glauben, es ist einfach notwendig und es ist eigentlich eine super gute Art und Weise, über Startups diese Technologien jetzt zu skalieren und da Tempo reinzubringen und auch Technologieführerschaft in Deutschland zu halten. Weil wenn wir das nicht jetzt tun, dann verpassen wir auch da wieder einen Zug für super wichtige Technologien, die wir entwickeln müssen. Wurde dieser Treibstoff eigentlich auch schon, also ist das schon hergestellt worden? Habt ihr das mal in einem kleinen Format mit einem Mini-Flugzeug mal getestet, dass das auch fliegt und dass das auch alles passt und irgendwie nicht abstürzt oder so? Also wenn ich mir das so als Laie einfach mal so vorstellen möchte. Ja, also prinzipiell konnte man das schon testen. Dafür braucht man kein Mini-Flugzeug. Man konnte das quasi schon an richtigen Flugzeugen testen in dem Sinne oder an Turbinen. Denn die Komposition, also diesen Kraftstoff, kann man auch aus fossilen Trägern herstellen. Das passiert ganz viel in Südafrika oder Katar, die Gas und Kohle, aber kein Öl haben. Die wenden eine ähnliche Technologie an und kommen zu einem sehr ähnlichen Produkt. Das heißt, das konnte man so als Dummy nutzen. Die große Challenge ist jetzt eben, es nicht aus Gas oder Kohle herzustellen, sondern aus CO2, das vorher der Atmosphäre entzogen wurde, auf irgendeine Art und Weise. Und dadurch eben diesen Kreislauf
zur Klimaneutralität quasi verwendet. Ja, weil mein erster Gedanke war eigentlich auch so, als angekündigt wurde, so hey, krass, du veränderst die Welt, warum ist Lufthansa noch nicht drin, was, die Großen müssen ja alle mit rein einsteigen, so, ne, weil wir haben ja Klimawandel und Klima muss ja verändert werden, wir fliegen zu viel, wir fahren zu viel Auto. Für mich war sofort der erste Gedanke, hey, wo sind die Großen, die müssen ja sofort rein bei dir. Genau, also die haben natürlich auch ihre eigenen Klimaziele, die sie mit genau solchen Technologien auch erreichen wollen. Das sind natürlich auch die VC-Arms der Corporates, die da eine Rolle für uns spielen. Das sind natürlich auch große Strategen, die man dann früh im Startup hat. Das kann Vorteile haben, muss es aber nicht. Wir wären jetzt auch bereit, nicht schon die großen Luftfahrtriesen ins Startup zu holen für die Seed-Runde. Seht ihr auch irgendwelche Regularien, die euch blocken könnten, das kurz also umzusetzen aktuell? Also insgesamt ist die Luftfahrtindustrie super krass reguliert, ne? Also aus Gründen natürlich. Das ist natürlich auch sehr, sehr sicherheitsrelevant. Das Gute für uns ist jetzt, dass dieser Kraftstoff schon zertifiziert wurde. Das heißt, da gibt es einfach schon die richtigen Spezifikationen, die so ein Kraftstoff treffen muss und dann ist der sicher zur Verwendung. Das ist für uns erstmal gut. Was ist eine Komplikation? Das ist in Deutschland vor allem auch sowas wie Genehmigungsverfahren, jetzt auch für so eine kleine Anlage, die zum Beispiel an einem Flugplatz zu errichten, das sind noch so ein paar unvorhersehbare Hürden, die wir mit Sicherheit nehmen werden müssen für die Demonstrationsanlage. Genau. Da fange ich an zu schwitzen, weil ich komme ja aus der Immobilienbranche. Und wenn ich da mit irgendwelchen Bauämtern zu tun habe, und das sind nicht mal solche komplizierten Anlagen, da geht es auch nur um normale Immobilien, da vergehen schon mal Monate und Jahre oder so teilweise, um nur drei Stempel irgendwie auf Papier zu bringen. Also deswegen kann ich es nachvollziehen, dass es dann in so einem Format noch viel, viel länger dauert, weil natürlich die Zahnräder in den Ämtern natürlich sehr, sehr langsam arbeiten. Ja, absolut. Also da hoffen wir aber einfach auch auf Commitment. Ich meine, die Fördergelder für diese Anlagen, ne, die sind da und dann müssen die auch gebaut werden. Und dann setzen wir auch darauf, dass von der öffentlichen Stelle da ein bisschen Support geliefert wird. Ja, den bekommt ihr ja vielleicht auch schon nach heute Abend. Danke dir erstmal für deinen Pitch. Du hast es geschafft und darfst im Backstage-Bereich Platz nehmen. Applaus nochmal für Julia von Sparkassen. Dankeschön.